Hallo, ich bin Greeny und ich melde mich ein weiteres Mal aus Portal 2 zurück. Dieses Mal geht es allerdings nicht um unser Portal 2 Let's Play, nein, dieses Mal geht es um eine kleine, aber feine Neuerung in Portal 2. Viele von euch haben es vermutlich schon mitbekommen und falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, kriegt ihr es gleich mit. Valve, die Macher von Portal 2, Half-Life und vielen anderen tollen Spielen, so viele tolle andere Spiele gab es da nicht. Ja, auf jeden Fall, Valve hat für Portal 2 einen In-Game-Map-Editor herausgebracht. Was das bedeutet? Das bedeutet ungefähr so viel wie User wie du und ich können ab sofort GLaDOS spielen und Tezcatman erschaffen. Dieser Map-Editor ist seit dem 8. Mai verfügbar und kommt ganz normal über ein Update rein. In diesem Video will ich euch einfach mal kurz zeigen, was man so mit diesem Map-Editor alles anstellen kann. Das soll allerdings jetzt hier nicht ein großes Tutorial werden, denn dafür habe ich keine Zeit. Vielleicht, wenn die Nachfrage groß ist, mache ich mal ein Tutorial, aber ich will euch einfach mal nur zeigen, was so machbar ist und wie das ganze Ding denn aussieht. Wie wir hier sehen, im Menü haben wir einen neuen Menüpunkt bekommen, Community, Testkammern. Und wenn wir da drauf gehen, dann können wir unser Profil einsehen und eine neue Testkammer erstellen. Hier können wir eine Testkammer stellen, das machen wir jetzt auch gleich mal, indem wir hier einfach auf Neu klicken. Dann lädt das Ganze und wir haben eine leere Testkammer. So, was sehen wir hier? Also momentan haben wir eine leere Testkammer und drei Objekte. Diese drei Objekte, einmal diesen Eingang, den Ausgang und dieser Beobachtungsraum. Diese Elemente müssen in jeder Map vorhanden sein, sonst kann die nicht gespielt werden. Gut, so sieht das Ganze schon mal sehr ordentlich aus und man kann beginnen, eine Map zu bauen. Wenn wir an den linken Bildschirmrand gehen, kommt hier dieser Kasten, in dem wir alle Objekte auswählen können. Es sieht zwar so aus, als ob nicht ganz alle Objekte vorhanden wären, allerdings mit diesen Objekten lässt sich so ziemlich alles machen. Nun, was haben wir noch? Wir haben hier weiße Flächen, das sind Portalflächen, auf die kann man Portale setzen, und dunkle Flächen, auf die kann man keine Portale setzen. Wenn wir jetzt eine Fläche so hinkriegen wollen, dass man darauf ein Portal setzen kann, reicht ein Rechtsklick auf die Fläche und dann auf Portal fähig oder auf der Tastatur auf die P-Taste. Wenn man mehrere Kacheln gleichzeitig markieren will, dann klickt man einfach auf eine Kachel und zieht den Cursor über die Fläche. So kann man mehrere Flächen gleichzeitig setzen für Portalfähigkeit. Ach du Scheiße, was war das denn für ein Satz? Egal. Man kann natürlich auch Volumen markieren, indem man einfach Volumen markiert. Und dann dasselbe machen. So, portalfähig. Gut. Wenn wir jetzt etwas machen wollen, wie zum Beispiel den Raum vergrößern, könnten wir entweder die Wand nach hinten schieben oder wir nehmen den Bereich, den wir beibehalten wollen und verschieben diesen einfach nach hinten. Um. Hier. So. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen größer Raum. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die Grenzen scheinen hier beinahe unbegrenzt. Gut, jetzt können wir hier anfangen, uns eine kleine Testkammer zu bauen. Da kann man jetzt hier zum Beispiel eine kleine Fläche 3x3 machen, die man erhöht. Den Eingang könnte man jetzt hier rübersetzen. Man könnte es dem User natürlich schwer machen und hier einen Graben machen, dem Wasser. Wo ist es? Wasser ist, oder tödliche Brühe, wie man es auch immer nennen möchte. Das ist auch noch was Gutes, wenn man jetzt ein Objekt so platziert, dass es einem anderen Objekt in den Weg kommt, dann wird das markiert. Also man wird gewarnt. Es gibt nicht einfach einen Error, man wird gewarnt. Das finde ich super. Ja, jetzt können wir uns hier unsere kleine Testkammer bauen. Man kann sich hier auch mal einen Graben bauen, damit man hier die Kraft des Impulses nutzen kann. Und natürlich kann man hier auch Objekte, also Knöpfe bauen. Aber das mache ich, glaube ich, erst später, wenn ich Platz habe, wo ich den platzieren kann. So, wenn man jetzt hier reinkommt, wie kommt man darüber? Okay, man kann Portal an diese Wand schießen. Das wollen wir jetzt nicht, deshalb nehmen wir hier einfach mal die Portalfähigkeit. So. Gut, wie
kommt der User nun rüber, gut, der springt da rein und fliegt da oben irgendwie raus und hofft, dass er nicht ins Wasser fällt. Das ist mir jetzt aber irgendwie ein wenig zu langweilig, deshalb nehme ich hier einfach mal die Portalfähigkeit weg. Und setze hier eine Wand, die sich, also so eine schräge Wand, so eben. Nun, jetzt muss er hier reinspringen und kann darüber fliegen. Naja, das wäre jetzt ein wenig sehr einfach, deshalb machen wir das Ganze noch ein wenig schwieriger, indem der User zuerst noch ein Laser umlenken muss. Nehmen wir hier diesen Laserpunkt und verbinden den mit dieser Plattform. Das geht ganz einfach, indem man mit der rechten Maustaste draufklickt und auf Verbinden mitgeht. Ich glaube, mit K könnte man das auch bewerkstelligen. Dann kann man die Maus einfach auf das Objekt ziehen, das man verbinden möchte, und draufklicken. Dieses Herzsymbol zeigt uns an, dass das Objekt verbunden ist. Wenn wir jetzt reinkommen, ist die Wand eingefahren, so wie wir sie jetzt sehen. Und sobald dieser Laserpoint hier aktiv ist, fährt die Wand aus. Dann kann der User darüber springen. So, was könnten wir noch bauen? Okay, wir brauchen auf jeden Fall mal so einen Glas-Laser-Umlenkwürfel. So, ein Umlenkwürfel, genau, so heißen die Dinger. Ich will jetzt aber nicht, dass der einfach so rausfällt. Der muss erst einen Knopf drücken. Deshalb gehe ich immer rauf und sage, erster Kobus automatisch fallen lassen, nehmen wir weg. So, jetzt kommt hier natürlich eine Meldung, Verbindung fehlt. Auch sehr schön, der User wird wirklich auf alles hingewiesen, was eine mögliche Fehlerquelle sein könnte. Gut, ich könnte jetzt hier einen Knopf setzen und diesen auch drehen. Also man kann auch alle Objekte drehen, das ist... Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, das ist ein Objekt, das man nicht drehen sollte, das rund ist, aber man kann wirklich alle Objekte platzieren und drehen, wie man möchte. Ja, ich könnte jetzt hier diesen Timer aktivieren auf eine bestimmte Zeit, dass da ein Würfel rausfällt, das ist mir aber ehrlich gesagt ein wenig zu langweilig. Deshalb mache ich das anders. Ich mache das so. Ich mache mir jetzt hier irgendwie eine Plattform. Na, vielleicht hier nicht so... nur zwei lang und hier hinten wieder Platz weg, sonst kann der User da reinspringen und dann muss er ja nicht mehr hier rüberfliegen und das Rätsel nicht mehr lösen. Und weil ich gemein bin, setze ich hier oben jetzt so ein, ja, was ist das denn? So ein Laserrad-Dingens drauf. Ich mache noch ein wenig Platz, damit der Laser da hinten umgelenkt werden kann. Und jetzt sage ich, okay, der User soll erst den Würfel bekommen, wenn er den Laser bereits einmal umgelenkt hat. Verbinden mit. Ja, so. Jetzt kriegt der ersten Würfel, wenn das aktiv ist. So, jetzt müssen wir noch irgendwie den Laser setzen. Setzen wir den mal hier. So, auf dieselbe Höhe wie dieser hier, sonst würde das mit dem Umlegen ein wenig schwer werden. Gut, jetzt haben wir einen Laser. Wir haben so ein Empfängerding und den Endpoint. Was wir noch brauchen? Wir brauchen noch einen zweiten Würfel, damit das Ding umgelenkt werden kann. Ich will jetzt hier aber noch nicht nochmal so einen Dispenser, oder wie man das Ding auch immer nennen möchte, einbauen. Deshalb nehme ich nur den Würfel. Wenn der User den verliert, hat er Pech gehabt. Da kann er neu beginnen. So, sagen wir nur den Würfel, da kommt nochmal so ein Ding. Sagen dem, nee, dich wollen wir nicht. Mit Delete, weg. Und jetzt könnten wir das Ding hier drehen, wie wir lustig sehen. Machen wir aber nicht, denn wir werfen das hier ganz einfach mal runter ins Loch. So. Gut, also wenn der User jetzt reinkommt, muss er erstmal diesen Würfel holen, mit diesem Würfel den Laser umlenken, hierher, damit er diesen kriegt, und dann muss er diesen Würfel hier platzieren, damit das hier ins Auge geht. In den Empfänger. Auge, dummes Wort. Sobald das passiert ist, wird diese Plattform aktiviert, er kann hier ins Loch springen und kann rüberfliegen. Vorher sollte er zumindest hier nicht rüberkommen. Hier könnte ich noch die Wand, Portalfähig. Nee, das will ich nicht. Der User muss zwar irgendwie hier hochkommen, aber das ist ein anderes Problem, also ist ein anderes Thema. Denn hier will ich, dass er hier hochspringen muss. Also er muss hier hochspringen, indem er hier runterfliegt. Sonst wäre es ein bisschen zu einfach. Dasselbe könnten wir jetzt hier machen. Ich weiß noch nicht, ob das hier reicht. Mal sehen. Ich könnte natürlich auch hier so eine Plattform hinstellen. Dann fliegt der bestimmt. Ja, vielleicht fliegt er zu weit, dann ist Pech, wenn nicht, dann ist gut. So. Gut. Ja, ich könnte ja. Nee, könnte ich nicht. So. Also der User kommt jetzt rein, muss hier erstmal Laser umlenken, hier hoch und okay, wenn der aktiv ist, dann
könnten wir theoretisch auch den aktiv schalten, dass der vorher noch gar nicht da ist. Der muss allerdings portalfähig sein, sonst ist das ziemlich witzlos. Danach kann der hier rüberspringen und kann hier den zweiten Würfel platzieren. Wenn er das getan hat, kommt diese Platte hoch und er kann hier rüberspringen. So. Ja gut, das ist eigentlich schon unsere Kammer. Haben wir was vergessen? Ich hoffe nicht. Also, dann können wir diese Kammer ja mal testen, indem wir hier oben auf den Play-Button gehen. Dann wird das ganze Ding hier mal gespeichert und es beginnt zu laden. Wie es halt üblich ist bei Ladezeiten, man muss warten. So, hier haben wir den vertrauten Ladebildschirm und ja, hoffen, dass das hier einigermaßen fix geht, da es nur eine relativ kleine Map ist. Ja. Wenig düster hier. Gut, Licht ist an. Also, als erstes sehen wir hier mal diesen Würfel, das heißt, wir müssen hier rüber springen. Zuerst hole ich hier mal den Würfel, damit ich den bereits habe. So, jetzt springe ich hier ins Loch, also ins Portal, Entschuldigung. Und lenke hier diesen ersten Würfel um. Laser. So, dieser Würfel fällt runter, hier habe ich eine Wand. Gut, also Wand. Schräge Fläche. Jetzt kann ich hier ein Portal platzieren und hier und hoffe, dass ich nicht sterbe, wenn ich jetzt hier gleich übers Ziel hinausschieße. Oh, ich fliege zu wenig weit. Okay, das ist auch gut. Das heißt, da muss man erst wieder hier nach oben. Oh, ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Okay. Ah, Mist. So, jetzt gehen wir wieder hoch, haben den Würfel und lecken den Laser nicht um. So. Und jetzt... jetzt haben wir da unten kein Portal. Gut. Jetzt springen wir von hier oben hinunter und fliegen garantiert. Ah, nee, fliegen wir nicht. Gut, wir fliegen nicht zu weit. So, jetzt haben wir beide Laser umgelenkt. Da vorne ist ein... Also ist diese Platte nach vorne gefahren. Und wir hoffen jetzt, dass wir hier übers Wasser kommen. Nein! Ja, wir kommen hier nicht drüber. Gut, das heißt, wir müssen doch wieder von oben hineinspringen. Das ist, war zwar nicht so gewollt, aber ist cool. Das geht auch so natürlich. Gut, ersten Laser. Ups, ersten Laser umlenken. Raus. Ah, Mist. Wir bekommen den Würfel. Hier das Portal. Springen hier in das Portal. So, holen uns eine Gehirnerschütterung, da wir hier oben den Kopf angeschlagen haben, aber das ist jetzt nur Detail. Ach, Mist. Naja. Rein. So. Setzen hier ein Portal und springen hier hinab. Und fliegen rüber. Doin! Gut, Kammer gelöst. Ja, so einfach ist es nun, Testkammern zu erstellen. Wenn man sich ein wenig in das ganze Programm hier eingearbeitet hat und auch weiß, was möglich ist und was nicht möglich ist, dann kann man auch ganz andere Maps erstellen. Ich zeige euch beispielsweise mal eine, die ich erstellt habe. Ich glaube, das waren 3 Stunden oder so. Irgendwie extrem lange für so eine kleine Map. So, ich zeige euch die jetzt mal. Ja, ich möchte nicht speichern. War ja nur kurz Test. Gut. Testkammer der Community. Und dann spielen wir hier einfach mal meine Testkammer 1. Das ganze Ding wird wie eine normale Map geladen, dann geht's auch schon los. Cave here. Just so you know, this mic isn't two-way. I can't hear a damn thing you're saying, so don't waste any oxygen trying to talk. What? Ah, my assistant Greg says some of these alternate Earths may not have oxygen. The air might be nitrogen or methane or hell, everybody's head might be inside out. So just take little itty-bitty breaths, and if anybody asks you why your head's inside out, remember it's only inside out from their perspective. And you're fine, head-wise. Trouble-wise, you're in a lot of it, and you should probably run. Alright, enough hypotheticals. Let's test this test. Okay, testen wir meinen Test. Also das hier ist die Testkammer, die ich gestern in 3 oder 4 Stunden
erstellt. Gut, wenn wir reinkommen, als erstes fällt man auf, wir können hier auf dieser Seite keine Portale setzen. Das heißt, wir kommen hier nicht mehr zurück. Und das nächste, was einem auffällt, da unten wartet schon der erste Android, der uns an die Wäsche will. Na gut, gehen wir hier mal rüber. Und uns fällt auf, wir kommen hier nicht weiter, wir müssen hier hoch. Irgendwie. Und wie? Naja, eigentlich klar. Man nutzt einfach mal wieder die Kraft des Impulses und springt hoch. So. Wenn wir hier oben sind, erwartet uns hier schon der Nächste, der uns ans Leder will. Doch dem können wir entgegenwirken, indem wir einfach mal von oben kommen. So. Und den einfach mal verbrennen. Nee. Gut, was haben wir denn? Wir haben hier einen Laser, so ein Laserteil und so ein Endpunkt, so ein Empfänger, Laserempfänger, genau. Wir müssen jetzt irgendwie diesen Laser hier umlenken. Und wie machen wir das? Mit diesem Würfel kommen wir hier nicht drüber und wir kommen auch nicht da durch. Also nutzen wir hier diese per Zufall dastehende schräge Wand. Und dieses per Zufall hier stehende, oder wie steht Loch? Nee, und per Zufall dieses hier stehende Loch oder Gefälle oder was auch immer. Da springen wir jetzt einfach mal rein. So. Was war das? Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Aber egal. Na, geht doch. So. Jetzt sind wir schon mal hier und können den Laser umlenken. Nun, jetzt sind hier bereits ein paar aktiv. Zwei irgendwie da oben, zwei irgendwie da oben und einer da unten. Ach, sehe ich da. Gut, wir haben hier einen Knopf. Was passiert, wenn wir auf den drücken? Da fällen Würfel raus. Fällen? Ja, da fallen Würfel raus. Toll, ne? Und diese Würfel müssen wir jetzt irgendwie zu uns kriegen. Das geht am besten, indem wir halt eben diese schräge Wand da benutzen. Dann können wir auch den Laser hier ins Ziel lenken und die Wand ist zurückgefahren und alle oder beinahe alle hier sind aktiv. Da oben hatten wir vorhin noch eine Wand, da geht es jetzt anscheinend rein. Nur wie kommen wir hier hoch? Portalflächen gleich Fehlanzeige. Und hier oben haben wir auch keine Portalflächen, allerdings wäre es ein Teilerfolg, wir kämen mal hier hoch. Wie kommen wir hier hoch? Tja, mit einer Portalfläche. Wer hätte es gedacht? Gut, dann springen wir hier nochmal runter und hoffen, dass es diesmal funktioniert. Gut, funktioniert wunderbar. Und hier, was sehen wir? Per Zufall schräge Flächen. Benutzen wir die und fliegen da hoch. Beziehungsweise zuerst springen wir mal runter. So. Und jetzt fliegen wir. Schön. Gut, was haben wir hier? Wir müssen irgendwie hier rüber zu diesem Knopf, denn der scheint hier irgendwas zu betätigen. Naja, wie kommen wir hier rüber? Wir haben hier eine Lichtbrücke, also benutzen wir die auch. Gehen hier hoch. Laufen rüber. Betätigen den Knopf und gehen wir nach vorne auf die Plattform. Hoppala. Nehmen den Würfel, welcher übrigens ein Companion Cube ist. Diesmal weiß ich wirklich nicht, was das zu bedeuten hat. Und ja, springen wieder runter, denn ganz am Anfang hatten wir ja einen Knopf gesehen. Wenn wir jetzt hier einfach mal nett sind, Androiden da leben lassen und den Würfel hier runterfallen lassen, haben wir ein Problem. Nämlich einen weiteren Androiden, welchen wir jetzt ausschalten müssen. Das geht am besten einfach so. Und wenn wir dann hier hinten sind, haben wir hier einen Knopf, was der macht, weiß ich zwar schon, aber am Anfang weiß man das noch nicht, wie man hier ist. Wow, man merkt, der geht's hoch, was anderes geht nicht und hier ist zu. Also müssen wir wohl den Knopf drücken, hier draufstehen und nach vorne. Und dann fliegen wir nach unten durch die Welt. Und wir landen hier. Gut, jetzt können wir wieder zurückgehen mit der Lichtbrücke. Oh, welch ein Pech, die Lichtbrücke ist nicht mehr hier. Na gut, dann nehmen wir halt eine Portalfläche, welche vorhin noch nicht hier war, aber jetzt ist sie da, also nehmen wir sie. Gehen hier durch und ja, sind glücklich, da wir den Test bestanden haben. Yay! So, das war also meine erste eigens erstellte Map für Portal 2, an der ich
drei Stunden gesessen bin. Und ja, so viel von meiner Seite zum neuen Map-Editor von Portal 2. Ich bin Greenie und ich würde mich auch freuen, wenn ihr später wieder mal einschaltet. Bis dahin, tschüss, euer Greenie.